freut mich wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Hier ist es gerade 22.12 Uhr und ich wollte die Folge heute noch online kriegen, aber das werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Nichtsdestotrotz fangen wir schon mit den News an, damit ihr die Folge so schnell wie möglich seht. Intro. Auf dem Video Day dieses Jahr waren mega viele Leute da, um die 15.000 um genau zu sein, und das ist mega. Und Dark Victory hat da den neuen Trailer von Tube Clash gezeigt. Bei Tube Clash gibt es jeweils zwei Teams mit jeweils 5 Personen, zum Beispiel wie Iblali, LeFloid, Dr. Alwissen, Julians Blog, Kelly und viele mehr. Ich lasse euch mal alle unten in der Videobeschreibung, damit ihr euch das einmal ein bisschen angucken könnt. Und der Trailer, so eben wie auch die erste Folge, ist bei mir zumindest gut angekommen. Ich lasse euch hier einfach mal kurz einen kleinen Videoaufschnitt von Tube Clash da. Wo hast du deine Wurstwaffe überhaupt her? Und wieso wollten die drei uns überhaupt umklatschen, Ali? Scheint, als wär's mal wieder Zeit für Ali Dance. Alter, das ist schon wieder so abgefuckt. Eine weitere Runde Survival Games. GRP versus Tuddle und so. Die Frage ist nur, Manu, wo ist jetzt das Problem, Alter? Schätzt du es nicht, Mann? Wir sind nicht im selben Team. Wir müssen uns hier echt umbringen. Nein, Manu. Link zu dem vollen Video unten in der Videobeschreibung. Mir gefällt es einfach mega, wie Tube Clash so aufgebaut ist. Dass die gezeichnet sind, die Figuren. Einfach mega, wie der das umgesetzt hat. Ich freue mich schon auf weitere Folgen von ihm und ich habe ihm dennoch ein Abo dagelassen. Das war meine Meinung. Eure Meinung interessiert mich in den Comments. Ab damit. Ich habe euch schon öfter mal über das Developer Kit von Oculus geredet. Über das kleine, viereckige Ding, was dich in eine virtuelle Welt reinbringt. Da Facebook das jetzt gekauft hat, können die ja machen, was sie wollen. Und das bedeutet halt, die haben jetzt eine kleine Aktion gestartet. Für jeden Fehler, den du bei der Oculus oder bei der Internetseite von ihnen findest, und noch kein anderer davor gemeldet hat, bekommt man jeweilig für die Größe des Fehlers mehr Geld. Das Ganze startet von $500 nach oben und letztes Jahr ungefähr wurden 1,5 Millionen Dollar ausgezahlt, um die Fehler zu entdecken bei der ersten Version. Also solltet ihr die Fehler finden, ihr wisst, wo ihr die hinschicken könnt, nämlich zu mir, ich kann euch dann weiterhelfen, ne? Versteht ihr? Promi Big Brother hat mal wieder angefangen und wer das noch nicht gemerkt hat, der ist einfach gut. Nämlich, Promi Big Brother läuft auf Fernsehen und das interessiert sowieso kein Schwein mehr. Fernsehen, was ist das? Also bitte. Bei Promi Big Brother ist unser YouTuber Hey Aaron mit dabei. Nicht weil er YouTube macht, sondern weil er mal früher bei Wer wird Millionär da war und dann bezeichnet man ihn da im Fernsehen direkt Promi. Okay, kann man verstehen, ist das Fernsehen, aber was soll's. Für den Aaron sieht es teilweise nicht mal schlecht aus, die 100.000 Euro mit nach Hause zu nehmen. Aber ich weiß nicht, es könnte sein, dass er jetzt gerade, weil ich um die Uhrzeit aufnehme, wo gerade Promi Big Brother läuft, könnte sein, dass er gerade rausfliegt. Also ich weiß es nicht. Guckt ihr, schreibt mir unten in die Kommentare. Ich wünsche dem Aaron viel Glück. Ja, schaltet nicht ein. Besser ist Fernsehen. Wisst ihr, Fernsehen und Promi. Diese Nachricht soll jetzt nur an uns YouTuber rausgehen. Nämlich, ihr kennt das doch sicherlich auch alle. Ihr sucht ein Banner, findet aber keins. Und dann habe ich für euch jetzt die richtige Lösung gefunden. Ein Kumpel von mir hat eine Seite gestartet, die heißt nämlich ChannelPick. Sie basiert auf der deutschen Seite kanalbild.de und das Ganze als ChannelPick nur auf Englisch. Ihr mögt wohl jetzt sagen, Banner, die benutzt doch sowieso jeder, wenn die kostenlos auf der Seite stehen. Und ich will nicht sowas, was jeder hat. Für solche Leute gibt es dann halt noch die Premium-Banners, die man irgendwie noch bekommt, aber ich weiß noch selber noch nicht wie. Und sollte ich mehr Infos haben, kann ich es euch bringen oder ich lasse euch einfach mal unten in der Videobeschreibung. Solltet ihr weitere Fragen haben, lasse ich euch unten noch eine E-Mail, wo ihr nachfragen könnt. Und habt Spaß mit den Banners. Ich weiß, Banners gibt es überall, aber ich will dir mal helfen. Übrigens, wenn ihr noch mit mir reden wollt oder so, ich weiß, will sowieso keiner. Aber trotzdem, wenn ihr mit mir reden wollt, ich habe nun den Teamspeak. Ihr könnt einfach mal vorbeischauen, newtimesto.de heißt der Teamspeak, einfach mal drauf joinen. Ich rede gerne mit euch oder ich hocke in meiner Lobby versteckt, wo ich meine Ruhe haben will. Ihr seid schon wieder bei meiner Endcard angelangt. Darum kommt ihr zu meinem letzten Video da unten, zu meinem vorletzten Video. Wer jetzt noch nicht abgeschaltet hat, der kann mir noch ein Like da lassen oder ein Abo. Es freut mich immer sehr und über Feedback mehr. Oh, das hat sich gereimt. Mach's gut, man sieht sich. Nächste Woche weiß ich nicht, ob ein Video kommt. Ich hoffe es. Wenn nicht, nehmt's mir bitte nicht so übel. Man sieht sich. Ciao.